Hallo zusammen. Eben hatte ich bei einem Stöbern im Internet nochmal die Nummer Chariots of Fire gehört von Vangelis. Der Mann, der Herrscher, der Synthesizer, der hat ja ganze Keyboard-Borgen um sich drumherum. Nun gut, ich muss mit dem PA-1000 klarkommen, um so einen Sound hinzukriegen. Die Noten dazu gibt es übrigens im Heft Keyboard Keyboard Band 2. Dieses Buch kann ich euch sehr empfehlen. In dem Notenheft ist angegeben Tempo 68, das kommt auch mit dem Original in YouTube hin. 68, ein 16/8 Beat sollte her. Ich habe etwas gesucht in der Gruppe Ballet, bin ich dann fündig geworden auf Seite 2, Piano Ballet. Okay, das Piano stört da ein bisschen dabei, aber das kann ich insgesamt verschmerzen. Das Ganze natürlich angereichert über die Effekte, Master-Effekt, einen Reverb-Hall im hohen Verhältnis 30:70 und zusätzlich ein Delay. Und im Mixer kann man sehen, dass ich bei dem Send-Befehl, also Effekt-Send, sehr hohe Werte eingestellt habe. Okay. Interessant ist, bei dem Stück von Vangelis, da läuft immer so rhythmisch ein Synthesizer-Schlagzeug mit einem Synthi-Schlagzeug. Das könnte man sicherlich einprogrammieren oder noch ein eigenes Pad erstellen, aber ich war jetzt mal ganz bequem. Ich habe mal in der Pad-Abteilung nachgesehen. Bei Groove gibt es einen Brush. Hat wenig mit Synthesizer zu tun, aber nachher verschwimmt das ein bisschen. Also es sollte eine schnelle Lösung her, das müsste reichen. Dann spielt Vangelis ganz am Anfang mal ganz leicht ein Synthesizer-Intro. Das macht bei mir Power Surf aus der Synth-Lead-Gruppe. Und den ersten Ton beim Einsatz des Pianos, da kommt ein ganz tiefes Piano. Da habe ich einfach das Piano genommen und zweimal die Oktavtaste nach unten gedrückt. Das ist eigentlich schon alles. Ja, und hier mein Klangbeispiel, Chariots of Fire. Thank you.
Ja, versucht es gerne selbst einmal.